Leute, habt ihr mal diese Temperaturen gesehen? Das ist das Galaxy Note 8. Da wird sich heute beschwert, dass die Handys alle so heiß werden. By the way, das ist Mi 11, mit dem ich das filme. Das Mi 11 hat ja einen 888er drin und der ist ja kochend heiß, wie die Leute sagen. Dabei vergessen die Leute, dass es ganz was anderes liegt. Dass die 40 Grad, die das Ding gerade jetzt hat, gar nicht heiß sind, wenn wir da mal den Exynos betrachten. Got it, ja. Jetzt geht's wieder nicht. Vorführeffekt. Gerade ging's noch. Ja. Das ist immer das. Gerade habe ich nachgeschaut. Warte, ich habe einen Screenshot gemacht. So. Ich habe einen Screenshot gemacht. Manchmal lässt er das aus, manchmal nicht. Hier bitte. Und das Ding merkt man gar nicht. Das ist warm, aber das ist nicht heiß. Das merkt man kaum. Während aber die. Jetzt habe ich die Taschenlampe angemacht. Während aber die Dings heiß werden, ja, werden Sack heiß, aber nicht ja, das Mi 11. Die halten das aus, nur da ist keine Wasserkühlung verbaut, ja, da ist gar nichts verbaut. Nur zur Info, ja. Das ist eine ganz normale Kühlung. Na, warum stellt er nichts scharf? Ja. Da ganz normale Kühlung da drin und das war's. Ja. Da ist nichts viel, aber beim Mi 11 fühlt sich das viel heißer an oder bei den anderen, weil da auch Wasserkühlung drin ist. Die warme Luft muss ich, die Wärme muss ich irgendwann wieder raus. Ne? Und somit geht das, sonst würde das Ding noch heißer werden, so wie das. Ja. Nur zur Info, peace out, Leute. Nur mal jetzt das andere hier. Das ist bei normaler Benutzung bei 90 Hertz. Ich habe das mit der App ja umgestellt, was ihr mein letztes Video gesehen habt. Das rennt irre, da ist nichts langsam, das hat immer eine Performance, aber ja, es fühlt sich heißer an, als es wie in Wirklichkeit ist. Das ist ein Scheiß gegen die 60 Grad, was da war. Ich hatte das auch schon auf 77 oder was. War mein persönlicher Rekord auf dem Ding, bei Discord die Videoaufnahme. Ja, so viel dazu.